Willkommen zur zweiten Folge bei Creative Z, des neuen Podcast-Format. Und heute haben wir den ersten Gast dabei und er ist extra aus Würzburg nach Frankfurt gefahren. Fabio Klenk, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Und ja, cool, dass du auf jeden Fall heute nach Frankfurt gekommen bist. Ja, freut mich, erstmal hier zu sein. Und ich bin Fabio Klenk, eben aus Schweinfurt. Bei Würzburg in der Nähe wird wahrscheinlich den meisten dann was sagen. Und ich drehe Videos für verschiedenste Firmen, Künstler, DJs und so weiter aus dem Raum Schweinfurt, Würzburg und so weiter eben. Und ja, jetzt bin ich hier. Okay, cool, sehr cool. Du hast auch lange Zeit, habe ich gesehen, also wir sind jetzt ja schon länger im Kontakt, sage ich mal, auch schon länger so befreundet, auch mit YouTube damals angefangen und hast da so Biking-Video-Stuff gemacht. Wie bist du dann zu den ganzen professionelleren Aufträgen, sag ich mal, gekommen oder wie war so dein Weg dorthin, was du jetzt machst? Weil jetzt habe ich ja auch gerade gesehen, du hast jetzt auch deine neue Website released, sag ich mal. Und ja, erzähl mal so ein bisschen mehr so. Also das Fahrradzeug, also Mountainbike-Zeug, das ist alles so 1-2 Jahre her, würde ich jetzt schon wieder fast sagen. Halbes Jahr war, glaube ich, das letzte Video. Aber das Ganze hat vor 5 Jahren angefangen. Okay. Krass. Und da habe ich dann eben meine erste GoPro bekommen. Mit der bin ich einfach mal rausgegangen, habe ein paar Videos gemacht, weil ich da schon Felix von der Laden verfolgt habe, der natürlich der Vlog-König ist. Ja, das ist so ähnlich war es bei mir. Auch wenn ich so zurückdenke, da war halt so Felix von der Laden und diese ganzen YouTuber, die man halt kennt, sage ich mal. Und wollte man halt auch wie so Videos machen und dann, ja, erzähl weiter. Und dann bin ich immer mal raus, habe ein paar Videos gemacht, war natürlich grottenschlecht zu der Zeit noch. Ja. Dann bin ich mal über den Gaming-Bereich, da musste ich dann natürlich Videos schneiden, weil dann nicht alles nach Plan läuft. Dann bin ich so langsam ins Schneiden reingekommen, dann später bin ich in die Vlog-Szene rüber, habe ein halbes Jahr Vlogs gemacht sogar. War jetzt nicht wirklich bekannt auf jeden Fall, aber ich glaube, um die 100 Abonnenten habe ich da vielleicht noch gehabt, aber ich habe es durchgezogen und die Abonnenten und alles waren mir da eigentlich recht egal. Mhm. Und dann ging es eben weiter, dass ich zum Fahrradfahren gekommen bin. Da war dann dieser ganze Fabio Wippmer-Hype und so weiter, den man ja heutzutage eigentlich fast jeder kennt, durch seine krassen Videos und so weiter. Und dann bin ich zum Fahrradfahren gekommen, habe eine GoPro gehabt und dann bin ich mit der immer raus, habe sie mir auf den Helm. Die Sache ist dann, bei uns in Schweinfurt gibt es einen YouTuber, zu der Zeit hatte der vielleicht 10.000 Abonnenten. Der, also mit dem habe ich mich dann getroffen und habe dann selber Videos gemacht, der hat mich dann verlinkt und dann ging es natürlich selber bei mir ab und dann habe ich von einem auf den nächsten Tag, glaube ich, um die 200 Abonnenten gehabt. Okay, krass, ja. 0 auf 200 gleich und das war natürlich dann sehr krass, so viele Kommentare, so viele Daumen hoch, ein paar Daumen runter, wie immer halt. Ja. Und ja, dann habe ich immer weitergemacht, war dann am Ende jetzt bei 3.200 Abonnenten. Mhm. Aber das hat mir alles nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem YouTuber zurück, und zwar Ride It Official heißt er. Sag mir was, ja. Und der hat jetzt 49.000, also knapp an den 50.000 jetzt schon dran. Und der hat gemeint, yo, wollen wir nicht mal ein Video zusammen drehen? Du machst übelst das geile Zeug, ich brauche eine Kamera, du bist genau der Richtige zum Zeitpunkt jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lass mal, keine Ahnung, ich glaube 15.000 Abonnenten-Special war das. Das hat mittlerweile 1 Million Aufrufe. Krass, krass, also Respekt, Respekt, ja. War jetzt, also das Video ist eigentlich auch grottenschlecht gewesen mit einer Steadicam und mit einer richtig kleinen Kamera eigentlich noch. Aber es hat die 1 Million Aufrufe, was übelst krank ist. Die Leute haben es gefeiert. Mhm. Und dann ging es eben weiter, dass wir immer mehr zusammen gemacht haben, immer mehr Videos zusammen gedreht. Ja. Und zum Ende hin vom Jahr 2018 hat er dann gemeint, yo, möchtest du nicht ab Januar anfangen, meine Videos zu cutten? Und dann ging es eben los, ab Januar letzten Jahres, also 2019 jetzt, ja, habe ich dann angefangen für ihn die Videos zu schneiden, waren meistens so um die 4 im Monat und ja, hat dann eigentlich recht gut geklappt. Dadurch, kommen wir erstmal zu was anderes. Okay. Dann kam eben DJ Max ins Spiel. Ja. Kannte ich durch meine Tennismannschaft und so weiter. Geht auch auf dieselbe Schule, Klasse unter mir. Und der hat dann auf einmal eine eigene Party gemacht. Und dann hat er gemeint, jo, du drehst doch dafür die alle Videos. Möchtest du nicht mal vorbeischauen und für mich ein Event-Video machen, Aftershow-Video, wie man es auch nennen möchte. Genau, ja. Dann eben mal gemacht.
Und so kamst du praktisch dann auch in diesen Bereich rein. Ja. Weißt du, vorher praktisch für den so wie Videoschnitt und so. Und, und da habe ich dann immer probiert, bei Rider Official immer professioneller zu werden. Und gleichzeitig dann auch noch kam dann eben der DJ Maxer dazu. Und da habe ich dann eben ein Aftershow-Video gemacht. Da waren wir, glaube ich, zu 30 auf der Party. Okay. Beim nächsten Mal waren wir dann schon zu 60. Und dann ging es immer so weiter. Heute sind wir bei über 300. Als ich damals auch da war bei der einen Veranstaltung, da waren es ja auch so 250 Leute, war ja schon stark so. Ja. Und jetzt ist es sogar schon so weit, also ich war jetzt die letzte nicht da, aber jetzt ist es schon so weit, dass sie manche nicht reinlassen, weil es zu viele drin sind. Krass, also das hat sich echt gut entwickelt so. Ja. Und so bin ich dann eigentlich immer weitergekommen. Da, auf der Veranstaltung habe ich dann wieder einen anderen DJ kennengelernt, der mich dann wieder mit einem anderen verknüpft hat und so weiter. Und dann kamen ab und zu immer noch ein paar Firmen, die wollten das dann auch. Und so bist du halt richtig in die Szene, sag ich mal, reingekommen. Ich bin einfach so reingerutscht irgendwie. Kontakte dann über denen wieder, Empfehlungen. Ja, und so bin ich da hingekommen und jetzt bin ich hier. Ja, und warum hast du dann mit deinem YouTube-Channel, wo du ja auch relativ erfolgreich, sag ich mal, warst dann schon, hast ja auch da eine gewisse Community aufgebaut, warum hast du damit dann, sag ich mal, aufgehört? Oder, also ich zum Beispiel mache ja auch noch nebenbei, sag ich mal, weiterhin Vlog-Stuff und so. Wie kam es dann, dass du damit, hast du keinen Bock mehr darauf gehabt oder wie war das dann so? Genau, ich war komplett im Bike-Trend drinnen und ich war eigentlich schon seit Anfang an dabei, seitdem das losging. Und man hat immer mal gemerkt, also wir waren am Anfang, waren wir zum Beispiel ohne irgendeine WhatsApp-Gruppe, ohne irgendwelche Kontakte, ohne irgendwelche Nummern, ja, kannten uns nicht, waren wir auf einmal 50 Leute in der Stadt, nur zum Fahrradfahren. Krass, und ja. Dann wurde es natürlich es wurde dann mehr. Ja. Aber jetzt im letzten Jahr hat es wieder komplett abgenommen. Also jetzt, wenn man rumfragt, fahren auch nur noch ein, zwei Leute. Wenn du dich jeden Tag auf dein Fahrrad springst, ja, und jeden Tag 8 Stunden fährst, also manchmal sind wir 10 Stunden am Tag gefahren, wir sind früh um 8 Uhr los und sind abends um 20 Uhr. Krass. 12 Stunden rumgefahren. Was für eine Ausdauer man dafür braucht. So. Das war auf jeden Fall auch krank. Und dann immer dieses, ja, ich brauche jetzt halt ein Video. Ich habe 3 Tages-Upload gemacht und das ist anstrengend wie sonst was. Jede Woche ist bei mir schon immer so kritisch manchmal. Also ich musste eigentlich jeden zweiten Tag Fahrrad fahren und musste ein richtiges Video rausbringen. Ich wollte nicht immer denselben Content. Mhm. Ich bin selber noch Schüler, das heißt, ich kann nicht einfach am Mittwoch unter der Woche irgendwie nach Würzburg oder nach Frankfurt oder so fahren und da dann Videos drehen, so Fabio Wittmer oder so, der kann das natürlich machen. Aber es wurden dann immer mehr dieselben Videos, es wurde mega anstrengend. Und irgendwann ging der Spaß auch vorbei, weil ich mich immer mehr auf dieses, ja, ich brauche jetzt halt ein Video für die Leute. Ja, das wurde immer mehr und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt langt's erstmal, ich mache jetzt eine Pause. Und es wurde auch, also wenn du wirklich immer wieder dasselbe machst, ein Jahr lang, dann wird es irgendwann langweilig. Und so war das halt eben bei mir auch, weil ich immer dieselben Treppen gefahren bin, immer dieselben Trails. Okay, kann ich verstehen, ja. Immer dieselben Strecken gefahren bin und ja. Ja, aber das war ja dann ja so weit auch gewesen, dass ihr dann auch ins Fernsehen einmal kam, ne? Also da war ja auch was gewesen. Wie war das? Also wie kam es dazu? Das war komplett random. Also wir sind, ich weiß gar nicht wann das war, Mitte 2019 wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lange das schon wieder her ist. Anfang 2019 war das, genau. Das war letzten Winter. Da waren wir aus Spaß einfach zu 20. aus Schweinfurt. Da waren wir einfach mal in Nürnberg. Einfach so, sind dann weg rumgefahren, haben ein paar Leute gekannt von da drüben, die, also wir haben halt eben in den Insta-Stories gefragt, jo, könnt ihr uns ein paar Spots zeigen und dann kommen wir vorbei, fahren ein bisschen, machen ein YouTube-Video draus und da sind wir dann eben rumgefahren. Ja. Das war auch recht lustig. Und irgendwie, ich glaube, das war in den Winterferien sogar und 3 Tage später wache ich früh auf, ganz normal, schaue im Handy rum. Ja. Geh runter, mach mir was zu essen und schau dann einfach mal spontan in meine E-Mails rein. Auf einmal kriege ich eine E-Mail, ja, wir haben euer Video gesehen aus Nürnberg, habt ihr nicht mal Lust vorbeizukommen nochmal? Wir würden das nochmal aufnehmen und ja, wir sind eben vom Bayerischen Rundfunk, okay, und würden das gerne im Fernsehen bringen für einen 2-Minuten-Clip. Krass, cool, cool. Und hat das irgendwie danach noch Auswirkungen gehabt, also sag ich mal, auf die weitere Zeit so? Auf jeden Fall. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich 2000 Abonnenten circa. Und als ich das dann gesagt habe, jo, ich komme jetzt ins Fernsehen oder so, dann natürlich die Reichweite, die wird dann immens. Auch wenn ich dann sage, jo, morgen bin ich im Fernsehen, ja,
Ja, allein die Ankündigung. Allein die Ankündigung, weil dann jeder in seine Story schreibt, yo, schaltet morgen um so viel Uhr ein. Genau, ja. Da ist ein Mountainbiker im Fernsehen aus Schweinfurt. Mhm. Und dann auch alleine, wie viele, ich glaube, ich hatte da 70 Insta-Stories, wo ich markiert wurde, als der Beitrag lief. Und ich glaube, ich habe innerhalb von ein paar Tagen hunderte Abos gemacht. Das war absolut krank. Ja. Es ging sogar so weit, dass ich dann einen Monat danach noch im Dorf angesprochen wurde, yo, du warst doch nicht der Typ im Fernsehen. Du warst doch nicht der Typ im Fernsehen. Krass, krass. Jetzt ist ja auch schon so 2020, also es ist heute ja, wo wir das aufnehmen, der 2. Januar. Genau. Was war so dein größtes Erlebnis im Jahr 2019 und was würdest du, sag ich mal, mit den Erfahrungen, die du jetzt so gemacht hast, auch vor allem jetzt im Bereich Videoproduktion, was du jetzt hier aufgebaut hast, da, was würdest du da, sag ich mal, als anderen jungen Leuten mit auf den Weg geben, sag ich mal, als Tipps, so, die jetzt auch irgendwas machen wollen. Es muss jetzt ja nicht Videoproduktion sein, es kann ja auch irgendwas anderes sein, wo die extrem gut drin sind und damit, sag ich mal, auch erfolgreich werden können oder das auch zum Beruf machen können. Was würdest du da, sag ich mal, sagen, beziehungsweise die erste Teilfrage ist ja, was war dein größtes Erlebnis, sag ich mal, in dem Jahr, weil es ja schon viel passiert. Also ich weiß es nicht mehr, das Jahr ging, ich habe zu viel erlebt in diesem Jahr. Wir hatten ja auch Bike Meet, wo dann 50 Abonnenten kamen und wir dann einfach, ich glaube, bei dem einen waren wir sogar 80 Leute. Dann sind wir zu 80 rumgefahren, dass man halt alles Abonnenten und mit denen zu reden und über den Content, den du machst, ist natürlich auf jeden Fall auch eine kranke Erfahrung. Das würde ich sagen, wenn es im letzten Jahr war, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, weil einfach zu viel passiert ist. Und das zweite ist, da wurde ich von einem DJ mitgenommen, DJ Kingsize heißt der. Sag mir was, ja. Genau, durch den bin ich auch in dieses Ganze dann noch mehr reingerutscht. Und dann kamst du doch auf dieses eine Festival. Genau. Das war, glaube ich, das meinst du auch, oder? Jetzt ja, als Erlebnis. Und da war es dann eben so, da waren dann drei DJs da. Einmal DJ Kingsize, DJ Polik, kennen vielleicht auch ein paar. Sagt mir jetzt nicht. Ja, aber wenn man jetzt so viele DJs kennt, dann müsste man den eigentlich auch kennen. Der hat auch ein Lied, das hat Millionen Streams. Das, wenn ich dir das jetzt anmache, du kennst es sofort. Okay, ja. Und dann war eben noch Gestört, aber geil da. Ja, das ist, denke ich, den meisten Leuten ein Begriff hier. Ja. Das müsste eigentlich jeder kennen. 1,5 Millionen monatliche Streams auf Spotify. Und das war natürlich eines der krankesten Erlebnisse. Ich durfte dann, ich glaube, eine Stunde hoch und Fotos für die machen. Und das war auf jeden Fall schon mal eine kranke Erfahrung. Vor allem auch vor so einer großen Menschenmenge, sag ich mal, zu sein und die Bilder zu machen. Ja. War, denke ich, schon cool. Okay, und jetzt zu der zweiten Teilfrage. Was? Ich würde sagen, wenn man ein Ziel hat, sollte man sich das setzen und auch einen Traum hat, sollte man einfach durchziehen. Klar, Schule ist auch wichtig, sollte man erstmal irgendeinen Abschluss hinbekommen. Bin ich jetzt wahrscheinlich nicht das beste Beispiel hier? Ich denke ich auch nicht so. Also ich hätte auch mehr für die Schule tun können oder ja. aber einfach durchziehen und das Beste draus machen. Wenn man das haben möchte und das erreichen möchte, dann erreicht man es eigentlich auch. Also ich habe auch gemerkt mit dem Mountainbiken, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Richtig viele Zuschauer und so und 3000. Ist schon eine Zahl. Ist schon eine Zahl. Wenn du dir die mal vorstellst als Menge, dann ist das schon. Also ich denke mal, 3000 Menschen hier, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Passt nicht rein. Die würden hier nicht reinpassen. Das wäre, auch wenn dieser Raum hier relativ groß ist, also wir sind hier gerade in der DB Lounge in Frankfurt, wo wir gerade diese Folge aufnehmen. Für die Leute, die vielleicht auch den Ort hier kennen. Und das ist hier schon groß, aber 3000 Menschen ist schon eine ordentliche Zahl. Ja. Das ist halt schon eine Riesenzahl dann gewesen. Und jetzt auch wieder durch das Filmmaking, ich möchte das machen und ich habe da ein Ziel. Und ich merke auch, ich habe so viele Aufträge jetzt im nächsten Jahr, wo ich auch niemals dran gedacht hätte. Ja. Und ja, also wenn man wirklich sich viel Mühe gibt und sag ich mal so viel, ich habe jetzt nicht so viel, also die meiste Zeit, wo ich eigentlich Freizeit hatte, die habe ich dann mit meinem... Also in das ganze Projekt, sag ich mal, ins Filmmaking. Oder ins Fahrradfahren auch. Ja. Und dadurch habe ich das dann erreicht, ja. Das ist halt das Ding, du musst halt, sag ich mal, auch auf vieles andere, sag ich mal, auch teilweise verzichten, auf Verzicht üben, um halt da wirklich... was zu erreichen. Ja. Also man muss sich auf jeden Fall viel Zeit nehmen. Das stimmt, das stimmt. Dann, ja. Cool auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Wo kann man dich finden? Also wo gibt es weitere Informationen? Sag mal,
auf welchen Social Medias bist du präsent, ja, Website und so? Auf Instagram eben Fabio Klenk einfach eingeben, dann müsste ich eigentlich schon kommen. Und ich habe jetzt eben auch ab dem 2. Januar jetzt 2020 habe ich jetzt eben auch eine Webseite, einfach fabioklenk.de auch. Und ja, perfekt. Sieht man dann ein paar Sachen von mir. Falls ihr euch dafür interessiert und ihr mehr zu ihm erfahren wollt, könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Ansonsten freue ich mich gerne über positives Feedback. Schreibt gerne was uns über Instagram. Julian Ziese heiße ich dort. Oder auch auf YouTube bin ich auch zu finden unter julian.ziese. Und ansonsten sind alle Links auch nochmal unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns demnächst bei einer weiteren Folge. Ihr könnt jetzt in den nächsten Tagen, sobald dieser Podcast erschienen ist, wird auch nochmal auf Instagram eine Umfrage kommen, wer denn als nächstes eventuell Gast sein kann. Und dann bis dahin, die letzten zwei Worte gehören dir. Ja, zieht eure Sachen durch und träumt nicht nur euren Traum, sondern lebt ihn. Ja. Genau, deswegen bis dahin, ciao, ciao.